Hallo, Gabriel, mit einem kleinen Fragevideo. Und ja, es dreht sich auch dieses Mal wieder um das dritte Mega Man-Projekt. Mega Man Legends ist zum momentanen Zeitpunkt zwar noch nicht fertig abgedreht, aber es neigt sich scheinbar ziemlich deutlich dem Ende. Und ja, dementsprechend werde ich in absehbarer Zeit das Nachfolgeprojekt aufnehmen können, müssen, wie auch immer man es formulieren möchte. Und jedenfalls habe ich mir da überlegt, was ich da spielen könnte und bin letztendlich aber bei zwei Spielen herausgekommen, die gemäß der, naja, das heißt, in Anführungszeichen an der Reihe wären. Zweierlei davon. Das erste seht ihr lustigerweise hier schon, Mega Man Zero 1. Und zwar habe ich auch hier vor, den Hard Mode zu spielen. Wir haben bisher die Mega Man Zero-Reihe einmal von 1 bis 4 auf normal durchgespielt. Und mittlerweile haben wir 4, 3 und 2 im Hard Mode durchgespielt. Der erste Teil fehlt dementsprechend noch und naja, ausgeht von dem, wie es im Rennen gelaufen ist, wird es höchstwahrscheinlich relativ blamabel. Den ersten Teil kann ich nicht besonders gut, muss ich sagen. Ich meine, wir haben uns mit dem zweiten, dritten und vierten Teil sehr gut heruntergeärgert, aber man muss dazu sagen, im ersten Teil haben wir keinen Energietank oder generell keine Energietanks-Mehrzahl zur Verfügung. Dementsprechend wird der Hard Mode von Mega Man Zero 1 durchaus nichts, was man unterschätzen sollte. Gerade das Finale des Spiels dürfte es ziemlich in sich haben. Und ja, das wäre so der erste Vorschlag. Der zweite Vorschlag ist Mega Man Battle Network 4 Blue Moon. Der vierte Teil der Mega Man Battle Network-Reihe. Wir haben jetzt längere Zeit durchaus nichts mit der Battle Network-Reihe zu tun gehabt. Der dritte Teil ist auch noch nicht auf die 100% gebracht. Aber ich denke, dass man die Reihe durchaus alsbald einmal weiterführen könnte. Und muss dazu sagen, dass ich mich auf den vierten Teil durchaus so weit gefreut habe, denn der vierte Teil ist in meinen Augen, also einerseits ist er mein Lieblingsteil der Mega Battle Network Reihe und es hat auch seinen Grund, warum er das ist. In meinen Augen gipfeln so ziemlich alle Mechaniken, die im Verlauf der Mega Battle Network Reihe hinzugekommen sind, in diesem Teil. Der fünfte Teil hat leider wieder ein wenig nachgelassen in meinen Augen. Aber dazu kommen wir ein anderes Mal. Jetzt steht, wie gesagt, die Frage im Raum, ob ihr den vierten Teil gerne als nächstes Mega Man-Projekt hättet. Wie gesagt, der vierte Teil, in meinen Augen der beste von allen. Er hat diverse Mechaniken, die neu sind. Er hat diverse geschichtliche Eigenheiten, die einfach nochmal ein bisschen was Neues in die Serie bringen. Und ja, eine ganz besondere Mechanik, die endlich einmal ein bestimmtes Bild auf meinem Kanal erklärt. Und ja, wie gesagt, ich bin absolut indifferent, was die beiden Spiele betrifft. Ich spiele für euch gerne Mega Man Zero 1, ich spiele für euch gerne Mega Man Battle Network 4 Blue Moon. Wie ihr möchtet, was euch da mehr interessiert, das nehme ich dann auf. Und es ist natürlich klar, dass in der nachfolgenden Mega Man-Runde dann das jeweils andere Projekt kommen wird, weil ich natürlich das jeweils andere Projekt nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, weil ich mich, wie gesagt, auf beides freue. Ja, es liegt dann bei euch, was ihr gerne hättet. Die Mega Man Battle Network-Reihe weitergeführt oder die letzte der vier Mega Man Zero Hard Mode-Herausforderungen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei jeder einzelnen Person, die hier ihre Meinung abgibt und würde dann sagen, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder bei einem Mega Man-Projekt, sei es Mega Man Legends oder eben eines der beiden hier genannten Projekte. Ich bin Xi, bis dann, Leute. Ciao!